Gin! Okay. Es sieht einfach aus wie Erbrochenes. Hey, wir haben was rausgefunden, wir sind Wissenschaftler. Extra Chili. Morgen flattert mein Anus. Mir ist schlecht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Prost. Hier auf diesem wunderbaren Kanal, der da heißt... Ja, Renzo, oder? Ja, das ist Renzo. Das ist nett. Ich bin verwirrt langsam. Okay, wir haben hier zwei Gläser. Jakob war so nett und hat uns da... Das sind das Weingläser, ne? Das sind Rotweingläser. Sind das Rotweingläser? Denke ja. Ganz schön kleine Rotweingläser aber, ne? Also hättest du schon mal einen draufhauen können. Ich finde, es kommt nicht immer auf die Größe an, Julia. Ich habe dir das schon mal erklärt. Ich finde, es kommt... Ja, und wir kommen immer noch nicht auf einen Nenner. Wir drehen jeweils dreimal. Dreimal! Meistens sind Scheiße. Ja, ne? Was findest du gut? Ah, guck mal, aber das ich finde... Das hier und das hier. Gin war das Erste. Gin und Bier, das oh, ist so Maggi deins, ne? Oh, Maggi ist geil. Gin, Bier und Maggi, das möchtest du gerne. Ich kann jetzt direkt so machen. Okay, ich und direkt Öl. Bäh, Alter, warum kriegst du Öl? Direkt Öl. Ich habe vorher noch zu Jakob gesagt, ich finde Öl ist das Ekelhafte, was da drauf ist, weil das ist einfach ölig. Alles mit ölig ist so bäh. Ja. Und hier noch einmal die Glückszahl. Ich habe Angst, wirklich, ich habe wirklich Angst. Kann ich jetzt auch noch Öl haben, theoretisch? Oh nee! Wurst! Du kriegst Wurst! Oh nee, doch nicht direkt das erste Wurst. Erstmal Wurst. Und dann auch noch die. Hast du nicht Lust, ein genau bisschen auf Wurst? Genau das haben wir schon mal gemacht. Das hat ja richtig scheiße geschmeckt. Ich glaube, beim letzten Mal hattest du so eine pellige Wurst, die nach Penis ausgesehen hat. Ja, stimmt. Ja, aber die sieht nicht nach Penis aus. Nee, die ist zu klein für einen Penis. F an die Kollegen jetzt unter euch. Okay, zweite Zutat für mich. Tabasco, Öl und Tabasco, wow. Tabasco war gar nicht ausverkauft, das ist ein bisschen ja, okay, mehr das als Tabasco. Das ist halt nicht viel besser, ne? Komm. Powerade. Ich finde, Powerade ist noch eins der besseren. Aber mit Würstchen? Egal, was ich jetzt halt kriege, es ist immer schlecht, weil es ist halt mit Würstchen. Muss man das überhaupt machen? Ah, nee, muss man gar nicht. Muss es so auch. Ach so. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben Powerade getrunken. Das sieht aus wie so ein Sexparty-Cocktail, oder? Einfach so ein Themencocktail. Ja! Okay, ich bin wieder mit meiner dritten Zutat. Hey, darf ich nochmal drehen? Das kann ich, nein. Ich kann ja nicht zweimal das und einmal das. Lass lieber nochmal drehen. Sonst hast du die restlichen Runden, die ist halt dann durchfallen nur noch. Mach nochmal. Ey, wenn das jetzt aber nochmal kommt, dann hast du... Ist das Senf? Ja. Ja, wow! Ey Julia, ich finde, du bist so viel besser dran als ich. Öl, das scharf ist halt schon ein bisschen, geht ein bisschen in diese mexikaner Richtung. Ja, das, also morgen... Morgen wird lustig. Morgen flattert mein Anus. So, du bist dran. Ich will aber auch nicht mehr. Kann nur schlechter werden noch. Bier! Ich würde das patentieren lassen und rausbringen. Hey, guck mal, das ist jetzt grünlich geworden. Ach, stimmt, weil Bier ja gelblich ist. Ja. Ah, Farbentheorie. Aber es sieht schon geil aus. Kann man es nicht einfach so lassen? Es hat so was Edles. Es hat so was. Oh, da dürfte ich Ihnen einen Cocktail anbieten. Please give me cock. Ein Cocktail? Wir müssen mischen. Mixen. Die Wurst muss noch kommen. Zack. Ekelhaft. Es ist wirklich nicht schlecht und dann kommt diese scheiß Wurst. Ich finde, Wurst ist auch Wurst. Ein schönes Wort so. Wurst. Willst du drücken? So gerne. Auch sehr schaumig Bier geworden. Halt, ne? Guck ja, mal, hier ist überall ein bisschen Wurst. Ja. Da freust du dich. Nein! Ne? Aber ich habe so Angst, dass das jetzt explodiert, weil das Bier ja schäumt. Es sieht gar nicht so schlimm aus. Bäh, doch, da unten ist es sehr schlimm. Muss ich das austrinken? Nein, oder? Austrinken vielleicht nicht, aber so einen, schon einen Schluck, ne? Einen guten Schluck Öl. Was ist das? Eigentlich. Oh, Junge. Das ist echt scharf, ne? Du hättest das gar nicht in den Mixer machen müssen. Du musst einfach nur einmal umrühren eigentlich. Stimmt, ich muss es gar nicht in den Mixer tun. Yummy. Das macht ja gar keinen Sinn. Alter. Sriracha, sehr scharfe Chili-Soße. Extra Chili. Viel Spaß. Deine ganzen Gedärme, wo das ansatzweise durchfließt oder wo das in die Nähe kommt, du bist einfach gleich Matsche. Ja, oder das reinigt die Soße, weil alles ich wird so weggeätzt. Glaube nicht. Eine Delikatesse. Prost. Digga, boah, ich merke jetzt schon, dass es alles zerstört in mir. Es ist... Hast du Wurststückchen? Ich habe so viele Wurststückchen. Bäh. Eigentlich schmeckt's. Aber dann kommen diese Wurststückchen. Ja, ich glaube auch. Und dann Powerade und Bier schlecht. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Nee, Mann, ab. Also, ich beschreibe mal meine Experience. Es war für mich erstmal eine Überraschung, dass da so Stückchen drin sind. Mir ist schlecht. Die habe ich dann... Es ist weniger scharf, als ich dachte. Ey, Maxi hat einfach unter meinem Video kommentiert. Beantwort ihn doch. Schreib ja, doch irgendwie drunter. HDF, du Kecko. Ja, das ist auf jeden Fall gut.
Chili Flavor to go? Digga, das ist das Beste. Ich gebe dir eins mit. In jedem Kaffee tue ich mir echt? Das. Ja, ich tue mir jetzt in jedem Kaffee und es macht alles besser. Nimm das mit. Ich wirklich, stell das zu deiner Tasche. Jetzt. Ich bin in Gefahr. Okay. Streust du dir ab jetzt in jeden Kaffee. Lisa trinkt auch keinen Kaffee mehr ohne. Okay. Ich bin einfach Fan und ich finde es der Wahnsinn. Jakob hat neulich ein paar Sorten probiert, der fand die auch sehr, sehr geil. Und die besten fand er Butterkeks und meine Sorte. Oha, aber deine Sorte ist so ausverkauft, ne? Meine Sorte ist leider ausverkauft. Aber ich kann dir eine mitgeben. Ja. Ja, ich hab ja welche. Ja, wirklich, ja. Bitte. Geil. Okay, Runde 2. Wir haben ein paar Sachen abgehangen von dem Board, aber wir haben auch was dran getan. Aber weil Jakob nicht mehr ausgedruckt hatte, hat er jetzt ein Brausepulver hier direkt so dran gehangen und ein Popcornstückchen mit Tesa. Bauarbeiter. Warum bin ich noch so gut drauf? Ich weiß es nicht. Jin! Ich finde, das geht ganz gut los. Geil. Ja, Magie. Geht auch richtig gut weiter, würde ich sagen. Warum drehe ich überhaupt das zweite Mal? Du musst doch drehen. Ja, stimmt. Zählt Magie trotzdem? Zählt ja, trotzdem, ne? Würde ja, okay, ich sagen. Toll, kann ich mich nicht rausreden. Knoblauch. Ich würde sagen, so alles auch dann. Ja, ja, finde ich auch. Ja, ich finde, deine zweite Runde ist sehr gut. Gewürzgurken und Knoblauch. Eigentlich geil, aber nicht als flüssig. Nicht als flüssig, ja. Und ich habe Tabasco. Ja, lol. Nein! Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe nichts berührt. Wir können im Replay gucken, ich habe nichts berührt. Ich hatte mein Handy hier unten. Ich glaube, du hast da ein bisschen manipuliert. Ich habe, weil ich Wurst wollte, oder was? Ja. Ja, muss ich jetzt Wurst? Aber Wurst hatten wir doch schon. Boah. Hier nochmal. Ja! Popcorn. Popcorn? Popcorn? Wo ist das Popcorn? Da ist das Popcorn. Kirschsaft. Der arme Kirschsaft. Weil er so knoblauchig dann wird. Ja, und gurkig. Aber vielleicht ist gar nicht so eklig. Ich mag eigentlich alles davon. Geil. Trinkst du Gurkenwasser? Nein. Gar nicht? Du? So ein Schluck. Two shots of vodka. Ich habe ein bisschen zu viel Gin reingetan. Okay. Magst du Maggi? Ja. Ich finde Maggi toll. Wie viel Knoblauch muss denn jetzt da rein? Eine Zehe? Das ist schon viel, Dilla. Eine Zehe tust du in so ein komplettes Essen für zwei Personen oder so. Ich nicht. Okay. Ja, okay, gönn dir. Knoblauch ist doch mega. Ich muss nachher noch zu Ju aufnehmen. Der Arme. Das sieht aus wie erbrochen. Das ist gar nicht so schlimm. Boah, da kommt so Dampf raus. Mega geil. Ich will das nicht. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ey, können wir nicht das einmal drehen für ein Video mit nur guten Sachen, einfach mit so Früchten und so? Ja, und was ist dann der Sinn? You try your best, but you don't succeed. Warum schäumt das alles so krass? Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Riecht aber ganz schlecht. Bäh. Das stinkt mehr als meins. Ne? Meins riecht nach Alkohol und Magie. 1, 2, 3. Ticker. Das ist halt zu 80% Gin. Mhm. Es ist nicht angenehm. Meins schmeckt wie rote Beete. Nein. Es ist ganz komisch. Rote Beete mit Knoblauch. Ja, stimmt. Und saure Gurke. Er gibt rote Beete. Hä, wir haben was rausgefunden. Wir sind Wissenschaftler. Oh mein Gott. Das ist ein Bildungskanal hier. Das ist irgendwann gepaart und deswegen... ist so rote Beete entstanden. Safe. Das ist das Ding. Ich empfinde mich auch so ein bisschen mit, also mit Renzo, insbesondere mit Renzo, empfinde ich mich als Wissenschafts-YouTuber. Ja. Ich finde, man kann in eine Reihe stellen Mighty, Mr. Wissen to go und Renzo. Das sind so Bildungskanäle eben. Bildung. Würde ich nicht ganz unterschreiben. Okay, dritte Runde. Leute, ich finde, jetzt muss hier mal was Geiles vorkommen. Wo nicht wieder irgendwelche Stückchen drin sind, die so ekelhaft sind. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Ich will das nicht. Ich habe Powerade. Powerade ist erstmal gut, weil Powerade ist blau. Gute Base. Du bist. Zitrone. I'm gonna press the Citroni. Es gibt Schlimmeres als Zitrone. Zitrone ist geil. Dann bin ich dran. Oha. Ey, ich bin Powerade rausgeholt, das ist voll gut. Das ist voll eine gute Waldmeister. Julia, du kannst mich nicht besiegen. Doch, ich bin unbesiegbar. Kirschsaft. Hey, das ist voll fruchtig. Also bis jetzt bin ich zufrieden. Hey, es ist ja noch gar nichts Schlimmes passiert. Ja, bei dir auch nicht. Ja, aber das, ich will bei dir was Schlimmes passieren. Ich will auch bei dir was Schlimmes, deswegen zieh mal jetzt. Warum hat das jetzt ekelhaft gemacht? Du hast falsch geguckt. Nein, das war nicht aber falsch, das war wohl neben. Kaffee. Hä, nee, warte mal, ist Kaffee gut? Hey, Kaffee ist schlecht, Digga. Scheiße. Kaffeepulver auch noch. Ohne Scheiß, hättest du jetzt noch Brausepulver gehabt, wäre das so sick gewesen. Oder O-Saft.
Rein da oben. Ja klar, aber wir sind auch ein bisschen bei mir zu Hause, ne? Ja eben. Brauchen wir uns ja nicht benehmen. Entschuldigung. Kann man das jetzt einfach so da reinmachen? Lecker, lecker. Bisschen viel, aber ja. Echt? Also ich glaube, das wird sehr stark nach Kaffee schmecken. Ja, scheiße. Muss man diesen Kaffee nicht so erst durch heißes Wasser machen und so eigentlich? Jetzt eigentlich halt, ja. Reichen so 5? Reicht. Ich glaube, das ist schon mies viel. Das könnte aber auch so ein Cocktaildrink sein. Ja, so mit einer Olive noch drin. Boah, nee, Mann. Ich hab Lust auf Olive. Nicht. Oh, ich hab hier eine richtige Sauerei gemacht. Hast du hier erschrocken? Gar keinen Bock auf diese scheiß Oliven. Ich hätte noch ein bisschen Knoblauch übrig für dich. Hello there. Nee, ich wollte gerade was reinbeißen. Ich dachte, das wäre so eine Salzstange oder so. Als ob er das jetzt tut. Prost. Prost. Digga, ganz ehrlich, der Geschmack von Powerade und der Brause überdeckt den Geschmack von der Olive und dadurch ist es gar nicht so ekelhaft. Es sind halt Stückchen drin. Also rein geschmacklich ist es nicht ekelhaft. Es hat so leichten Nachgeschmack, aber eigentlich nicht. Stimmt, als ob du jetzt so richtig Schlücke trinkst. Bist du verrückt? Ja. Das hier, also wenn das nicht so krümelig wäre, dann würde es auch eigentlich gut schmecken. Das probieren. Mhm. Also stückchenlos würde ich es trinken. Und genießen. Hm. Oder? Warum mischt man Kaffee eigentlich nicht mit Fruchtsaft? Frage sondern immer nur auch mit Milch? Ja. Weil das schmeckt eigentlich. Eigentlich schmeckt das. Ein Kaffee mit Fruchtsaft könnte ich mir voll vorstellen. Wenn das gefiltert wäre, so zum Morgen, so zum Frischwerden. Du hast was Fruchtiges, du hast so Saft zum Wachwerden. Leute trinken ja auch Saft zum Wachwerden und Leute trinken Kaffee zum Wachwerden. Ja, aber warum nicht ein Kombi? Ich würde dich doch als Wissenschaftskanal abstempeln jetzt. Hallo, ich bin Mighty Renzo. Okay, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, Kirsche und Gurke schmeckt zusammen wie rote Beete. Das und stimmt. Wir haben gemerkt, wir sollten ab jetzt Fruchtsaft mit Kaffee trinken. Wir haben so vieles gelernt. Krass, wie viel wir gelernt haben. Also, like das Video, kommentiert das Video. Vor allen Dingen, guckt aber bei Julia vorbei. Wir haben Sachen auch schlecht jetzt. Ja, guckt bei mir vorbei. Wir haben Sachen auch auf Julias Channel gedreht. Die sind jetzt hier im Bild verlinkt. Dann könnt ihr draufklicken und diese Videos gucken, weil das ist hervorragend. Es ist explizit. Mhm. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.